Wenn du selbst ein Lied schreibst, Pedro, wie lässt du dich inspirieren? Von anderen Künstlern manchmal, beziehungsweise fast immer. Ich mache ja so diese Sommermusik und bei mir ist es, ich höre mir Songs aus der ganzen Welt aus an und daraus bastelt man sich dann was Schönes. Aber ja. Also die zündende Idee kriegst du auch von anderen. Wir müssen mit dir heute Morgen, Pedro, mal über etwas Sache sprechen, die uns aufgefallen ist. Der letzte große Hit oder einer der letzten großen Hits von dir war dieser hier. Achtung. Oh, ich liebe den Song. Welcher? Wow. Du bist meine Cinderella, Ella, ey. Baby, du bist anders als die anderen. Ich sag so. Bella, Ella, ey. Keine One-Night-Stands, wir machen. Damals war ich noch hübsch. Deine Kurven nicht normal, wie eine Karrierebahn. All die anderen wollen nur Fame. Doch du bist anders, meine Cinderella, Baby. Großer Hit von dir. Ja. Cinderella. Liebe ich den Song. Jetzt ist uns was passiert. Wir haben ja veröffentlicht, dass du zu uns kommst. Und dann hat man uns aus Spanien etwas zugeschickt. Aus Spanien? Aus Spanien. Und zwar gibt es ein Lied. Die Qualität, müssen Sie jetzt entschuldigen, die ist nicht so toll. Musst du jetzt auch mal genau hingucken. Es ist eine VHS-Kassette, glaube ich. Aber wir wollen mal, dass du jetzt ganz genau hinhörst. Wir haben jetzt gerade Cinderella gehört und Sie hören jetzt auch mal ganz genau hin, was uns da aus Spanien geschickt war. Es ist aber nicht so eine dolle Qualität. Also Entschuldigung, aber man kann was hören. Bitte. Du eres mi estrella, ella, ey, la que resplandece entre las otras. Mi estrella, ella, ey, con tu cuerpo y corazón no existe otra. Was ist das denn? Das ist ein bisschen älter, deswegen schlechte Qualität. Wie alt ist der Song? Ist von, wir haben das nochmal genau recherchiert, von 94 von Los Estafadores. Und der Typ, der da singt, heißt Victor Valdés. Der Song ist kommt uns irgendwie ein bisschen. Jetzt sag mal, wenn du das jetzt. Ich bin selber gerade ein bisschen schockiert, sag ich ehrlich. Also ist schon sehr, sehr ähnlich. Also das, der Song also, ist von 94? So, das Problem ist, der Song ist von 94. Wann hast du deinen Song geschrieben? Vor 6 Monaten. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, Alter. Ich glaube, ich kenne den Song gar nicht. Eigentlich recherchiere ich immer. Ah, das ist schon krass. Ist schon, also du warst. Boah, sehr also, unangenehme Situation gerade. Du warst, als dieser Song geschrieben wurde, 5 Jahre alt. Pedro. Aber manchmal ist ja so, vielleicht hat manchmal. Da hört sich ja eins. Also, du hast ja mitgeschrieben. Manchmal ist ja so, man hat es im Kopf irgendwas und man sagt dem Produzenten: Hey, guck mal, ich habe eine Idee auf einen Song. Hör mal, und dann findet man das gut, aber man hat es irgendwie noch im Kopf aus der Jugend. Also ist ja nicht so, du kanntest den Song. Ich habe das erste Mal gehört. Der hat sich aber gut angehört. Also ich hoffe mal, der war auch so ein Hit wie mein Song. Okay. Ich will jetzt nicht das böse P-Wort benutzen. P wie Pietro, sondern P wie Plagiat. Wir haben jetzt mal Folgendes gemacht. Wir haben jetzt mal dieses Lied genommen und sind mal hier in Köln, wo man dich kennt, bisschen unterwegs gewesen, haben den Leuten das vorgespielt. Bitte schön. Hast du was davon gehört schon mal von dir? Hallo, wir sind von Guten Morgen in Deutschland. Kann ich dir kurz noch was vorspielen? Ja, natürlich. Kennst du das Lied? Ja, hier, das ist doch Cinderella von Pietro Lombardi. Ja, das haben meine Eltern, glaube ich, früher immer gehört. Dieses Cinderella von Pietro Lombardi, ne? Ja, eben nicht. Das ist ein Lied aus dem 90er. So echt jetzt? Hat Pietro den Song geklaut. Also, das ist ja eindeutig kopiert, aber nicht gut. So, wir wollten eigentlich über das Album sprechen, jetzt müssen wir darüber sprechen. Eindeutig kopiert, aber nicht gut, Pedro. Was sagst du dazu? Ich bin gerade Ding. Das ist kein Thema für den Morgen, glaube ich. Aber hey, dann habe ich es wahrscheinlich gut kopiert. Ich habe den wirklich nicht gehört, den Song. Also, aber kann es sein, dass du den, weil also Pi und ich, wir haben ein sehr enges Verhältnis. Ich hätte das gewusst, wenn das, dann hätten wir einfach die Rechte angefragt. Also du würdest sagen, Pietro hat das nicht geklaut. Und du sagst auch, du hast es aber, nicht geklaut. Also wenn es so wäre, wäre es enttäuschend. Aber ich glaube ihm einfach immer jedes Wort wirklich. Und, boah, aber, Alter, sehr unangenehm. Sind wir live gerade, Alter? Wir sind sehr live. Und wir haben ja unsere Hausarbeiten gemacht, Pietro. Weil wir einfach wissen, dass du ein Künstler bist, der über alles offen spricht und wir uns schon lange kennen, wollen wir das hier klären. Und deswegen haben wir jetzt am Telefon eben diesen Victor Valdés. Du hast ihn eben gesehen. Im Video, er ist eigentlich Friseurmeister in einem kleinen Friseursalon in der Nähe von
Barcelona und er müsste jetzt am Telefon sein. Hola. Buenos días. Hallo, Señor Valdés. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Un poquito. Kannst du ihn auch hören? Ich höre ihn ganz leise. Ja. Okay, wir haben hier Pietro Lombardi und wir haben eben ein Lied gehört von Ihrer alten Gruppe. Und da gibt es erstaunliche Übereinstimmung. Was wollen Sie uns dazu sagen? Was können Sie uns dazu sagen? Ja, ich habe gehört, der Song Cinderella von Pietro Lombardo. Und ist der gleiche wie Estrella. Und ich weiß nicht, Pietro, was hast du gedacht, wenn du klaust meinen Song? Sehr unangenehm. Wenn du willst, gib mir deine Kontodaten und ich überweise dir die Rechte, keine Ahnung. Ich kann damit nicht umgehen. Ey. Ja. Mir ist egal, ich wollte nur haben ein bisschen Geld. 10.000 Euro, 20.000 Euro, mir egal. Kannst du haben, ist kein Problem. Wenn ich geklaut habe, dann tut's mir leid. Du kriegst auch die goldene Platte dann. Das ist von mir, das ist eine Katastrophe. Boah, das ist sehr unangenehm gerade, ne? Victor Valdés live am Telefon, dessen Lied Cinderella offenbar zumindest sehr stark inspiriert war. Ich hasse das! Warum machst du sowas, Mann? Guten Morgen! Ist schon mein Herz stehen geblieben! Wir haben Pietro ein bisschen verspätet in den April geschickt. Wir sind getestet, Giovanni! Dankeschön! Boah, mein Herz, Alter! Ist Victor Valdés. Übrigens, alle sind getestet hier. Nicht, ich habe mich wundern, dass sich alle hier um den Hals fallen. Also, es war. Es war ein bisschen gefaked. Wir haben monatelang überlegt, wie können wir reinlegen Pietro. Und es hat auch wirklich einen Grund, warum wir Pietro reinlegen. Weil Pietro hat mich geprankt in meiner Sendung. Und warum wir das alles gemacht haben und wie das alles entstanden ist und so weiter, das machen wir dann am Freitag. Denn da seid ihr beide nämlich bei mir zu Gast. Giovanni hatte ich die ganze Zeit auch auf dem Ohr. Also der hat auch Sachen gesagt. Du wusstest das? Er wusste alles. Entschuldigung, aber es hat mir so leid getan. Oh, der war so am Boden. Aber ich habe keine Worte gefunden. Natürlich hast du keine Worte gefunden, weil ich glaube, das ist für die Zuschauer zu Hause nochmal wichtig, dass man es genau sagt. Natürlich hat Pietro nichts geklaut und deswegen weißt du auch nicht, was du dazu sagen solltest. Man weiß es nicht. Wir erklären es endgültig in deiner Show nach Let's Dance am Freitag. Absolut richtig. Oder? Ja. Pietro, sorry. Kommst du trotzdem nochmal wieder? Du bist so ein abgezockter Typ. Wir haben gerade noch uns ganz normal unterhalten. Du hast mir ins Gesicht gelacht. Das habe ich von den Italienern gelernt. Wie ihr beide das durchgezogen habt, es war eine diebische Frage. Mir fiel es ganz schwer. Aber Susanne, Moment. Aber für dich habe ich auch eins. Das Schönste war, das sollten wir noch mal zeigen, liebe Freunde in der Regie, können wir bitte noch mal den Einspieler sehen, denn Kristall. Ja. Spricht nicht nur Victor Valdés an den Telefon, er singt da auch, der Victor Valdés. Können wir noch einmal Cinderella sehen? Das hat sich richtig gut angehört. Estrella, siehst du, er ist genau Estrella. Da wirst du erkennen, wer der Sänger ist hier. Das bin nämlich ich rechts. Warte mal, da haben wir es gleich. Da, rechts, das bin ich. Ey, macht sowas nicht wie mir am Morgen, bitte nicht. Wir wollten es abends machen, aber guten Morgen, Deutschland ist meistens morgens. Ja. Wir arbeiten seit Jahren daran, dass die Sendung verlegt wird, aber wir haben keine Chance bisher. Sind ja mal die großen Stars. Absolut korrekt. Pietro und Giovanni nehmen mich bei mir in der Sendung. Es tut mir so leid, wir haben so mitgelitten. Das war auf jeden Fall das Gesicht des Morgens. Also, love it. Er hat mir so leid getan, weil es war so schon eine Kunst, ihn zu überreden, hierher zu kommen. Ich habe gesagt, komm, Pi, irgendwie ein bisschen was vom Album erzählen. Er sagte, oh, Frau, wirklich, muss es morgens so früh sein? Können wir nicht in eine andere Sendung? Also nicht, dass er die nicht gut findet, aber es ist nicht seine Uhrzeit. Jetzt würde ich an deiner Stelle aufpassen, ne? Weil Rache ist Also, süß. Da wird noch was passieren, aber ich glaube eher in Kristalls Richtung. Ich habe damit nichts zu tun. Giovanni hatte die Idee. Was? Das stimmt nicht. Ihr könnt immer gerne alle zu uns kommen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Das Schöne ist, wenn Sie sich wieder entspannen wollen, dann machen Sie es vielleicht mit dem neuen Album. Von diesem wunderbaren, gut aussehenden Mann mit dem Mann, der nichts geklaut hat, zusammen. Schießerei, spielen wir noch mal ein paar Töne draus, weil es einfach richtig schöne Musik ist. Vielen Dank. Kristall, Freitag nach Let's Dance sehen wir die Auflösung. Absolut. Und das alles hier noch mal. Und ich hoffe, dass Pietro kommt.
Bist du noch dabei? Ja, ich komme. Für mich ganz warm, also. Vielen Dank. Ich habe auch ein gutes Gefühl. An dieses sensationelle Trio. Und wir sind morgen früh wieder da. Und sagen Ihnen auch natürlich Danke. Bis morgen. Mit einem schönen Cheeserei. Cheeserei, andiamo. Ich habe gerade keinen Grund zu lachen. Mir geht's nicht gut, mir schwindelt. Nicht, dass du uns jetzt hier umkippst.